Hier spricht wieder Oberbürgermeister Ustra und ihr seid zurück zu einer weiteren und neuen und brandfrischen Folge hier bei Shimshitty. Und wir quälen uns so durch die Straßen, wie es aussieht. Gar nicht so meins und das erste Becken ist pechschwarz. Lecker, lecker, leckerchen. Geht. Aber nicht mein Problem. Vielleicht klärt sich das ja nochmal auf. Wir haben in der letzten Folge einen riesigen Wachstum erlangt an Bürgern. Und meine Frage, die sich mir nun gestellt, ist folgende, und zwar, wo bauen wir, ich glaube, das war noch nicht klar, und ich weiß auch nicht, wo ich das finde, ach doch, hier, wo bauen wir unsere super Bürgermeister-Villa hin, und ich weiß es echt noch nicht, ich bin ja normalerweise so ein Naturfreund und würde mich direkt hier so reinparken, vor allen Dingen ist da ja noch schön ruhig, hier ist überall Hauptstadt-Feeling, hier direkt so wie vor, ist natürlich auch schön, aber nein. Man hat auch gar keinen Platz hier hinten vielleicht, wo es etwas ruhiger und abgeschiedener ist. Das würde mir eigentlich auch gefallen. Und wenn ich so ganz ehrlich bin. Nein, so, okay. So, und dann machst du... Diese Straßen, ne? Die sind so ein... Das sind so dreckige Straßen, finde ich. Nein, ich kann das nicht. Verlassene Gebäude? Wo sind verlassene Gebäude in meiner Stadt? Mann, hau ab, du blödes Gebäude. Das war auch das Einzige. Ich wollte schon sagen, dass hier irgendwas im Busch ist. Nee. So nämlich. Man könnte das auch kurvig gestalten. Ach, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, ich mache hier eine Kurve hin. Man muss ja nicht immer alles irgendwie mit Kreuzung machen. Ja, so wäre ganz cool gewesen. Dann müssen wir das mal so versuchen zu bauen. Ah, dann müssen wir nämlich nicht immer diese ekeligen Kreuzungen nehmen. Das mag ja hier wirklich gar keiner. Hier hinten können wir noch mal ein bisschen Straßen aufwerten. Erstmal den Game Sound leiser drehen, meine Güte. Damit wir auch hier dann einen ruhigen und netten Stratzenverlauf haben. So, nachdem uns das wieder unendlich viel Geld gekostet hat, ist die Frage, wo wir als nächstes unsere Nase reinstecken. Vorwiegend erstmal meine Nase. Energie ist natürlich immer, ja, Überschuss kann man jetzt natürlich sagen, das ist, aber, ich sag mal, nett ausgedrückt. Ja, das riesige Recycling-Center oder eine fettere Feuerwehrstation oder gleich das große Krankenhaus sind natürlich alles Dinge, die ich nur allzu gerne, okay, das wird sogar gehen. Ich weiß zwar nicht, wie sich dann die Zufahrten dazu ergeben sollen, aber... Ach so, jetzt sehe ich es. Da kommen dann so, okay. Das wären ja alles schon mal ein paar nützlich nette Dinge. Oder hierhin, das wäre richtig cool. Dann könnte man auch das mal in Angriff nehmen, weil... Es ist zwar eine sehr gesunde Stadt, trotzdem muss ich ja mal sagen... Gerade hier im unteren Bereich, wir sind ein bisschen zu klein geraten hier und da. Wenigstens geht es unserer Verbrechensrate noch gut, hoffe ich. Ja, die Verbrecher werden... Ich weiß nicht, was mit diesem Hochhaus hier los ist. In der Eigentumswohnung, Stefan, da wimmelt das Gesindel. Ich weiß zwar nicht, wieso und warum und weswegen und weshalb.
Oh, guck mal. Ein Einsatzhubschrauber. Für die Universität gibt es unglaublich viele Möglichkeiten der Erweiterung. Sie sollten sich einmal den Editor ansehen. Okay, das ist, denke ich mal... Ja, so ein Wohnheim fände ich ja schon alleine ganz cool. Und natürlich so ein Campus-Schild hier mitten zwischen, damit die Leute da nicht mehr langkommen. Auch schön. Aber das, denke ich mal, das Universitäts... Ach nee, das kann man hier nicht hinstellen. Das kann man nur hier noch gegenüber bauen. Ja, das bringt mir ja auch nichts, oder? Lassen wir das mal. Hier kann man neue Feldwege machen zu den verschiedenen Universitäten. Dafür brauchen wir hier wahrscheinlich eh jede Menge Platz. Aber so ein Wohnheim, das würde mir schon an sich gefallen. Da müssen wir mal schauen, wann wir das gebaut kriegen. Es sieht gut aus. Ich spare gerade Geld für ein größeres Haus. Ja, dann mach das doch. Das hört sich doch gar nicht schlecht an. Ja, und jedes Haus, was ich neu baue, würde hier meine Stromversorgung in die Knie bringen. Deswegen würde ich sagen, wir brauchen hier noch den ein oder anderen Solarsegelmann. Der uns hier allgemeine Hochschule, das habe ich alles schon. Ein Glück. Die Bildung kann nicht besser sein. Busbahnhof. Nicht genehmigt. Straßenbahnhaltestelle. Okay. Ja, aber Straßenbahn bauen ist natürlich auch eine schwierige Angelegenheit. Und es gibt nur den Stadtflughafen. Auch der. Okay. Auch der könnte ja, ich sag mal, ein bisschen besser ausfallen. Sport. Ein Fußballplatz. Haben wir sowas schon? Ich glaube nicht. Das sollten wir auch unbedingt mal hier hinlegen. Weil das gefällt ja wahrscheinlich vielen Sims, dass man sich dann auch die Beine mal ein bisschen vertreten kann. Außerdem vielleicht kriegen wir eine eigene... Ich wundere mich, dass ich kein Stadion mehr bauen kann eigentlich. Außer dieses komische, nicht das, sondern dieses komische Dingsbums-Stadion hier. So ein Messegelände. Profi-Stadion, die gigantische Profi-Stadion sorgt bei jedem Event für mehr Touristen und Einkünfte. Bereiten Sie die öffentlichen Transportmittel auf das Hereinströmen johlender Fans vor. Die Tickets können leider voll zurückerstattet werden. Kommen die Touristen nicht rechtzeitig an ihren Bestimmungsort, verlieren sie Simoleons. Aber das Ding hat natürlich auch einen richtigen Wert. Andacht, sowas brauchen wir hier nicht. Wir haben überhaupt keinen irgendwie, ne? Dolly, das Dinosaurier, aber wer baut sich denn sowas in den Vorgarten, bitte? So, und hier können wir jetzt so eine Straße, nicht eine Kurve, sondern eine Gerade. Na, doch eher eine Kurve. So. Genau, und das fließt dann in eine Gerade über. Na, gerade ist das aber alles nicht. Für einen ist es eine Gerade, für die anderen die längste Kurve der Welt, oder was? Ah ja, das ist gerade. Und da kommt dann nämlich unser Bürgermeisterhäuschen dran. Die Villa. Genau, hier so ein bisschen in den Wald rein. Das ist ja ganz schnuckel. Da bräuchten wir halt nur noch... Was ist denn hier los? Kriege ich hier mal eine Info? Moment. Hier gibt es nicht genug Möglichkeiten zum Einkaufen. Alles ist voll mit Möglichkeiten zum Einkaufen und der junge Mann beschwert sich. Hoher Bedarf Wohngebiete. Ja, ich weiß es doch, mein Schnuckelchen. Das ist mir alles bekannt. Aber was soll ich denn tun? Außer hier noch mehr Wohngebiete hinzumeistern. Die Leute... Upsa. Verzeihung. Ah, wo kommt das denn her? Die Leute wollen ja gar nicht. Keine Möglichkeiten zum Einkaufen, also ja. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich hier auch, gerade hier hinten, da können ja nur noch so kleine Häuschen entstehen. Da können wir mal so ein paar Gebiete hier wegreißen. Arkologie freigeschaltet, jawohl, jetzt kann man das nicht machen. Und da kann ich dann neue Gewerbegebiete hinbauen.
Ich weiß gar nicht, wo ich noch Wohngebiete hinpflanzen soll. Nee, das möchte ich nicht machen. Ich möchte nicht den Dr. Wu in die Stadt holen. Das ist mir noch zu heikel. Das machen wir mal woanders, wo wir mal ein bisschen... Es riecht verbrannt hier. In der ganzen Stadt liegt Müll verstreut. Was willst du jetzt wieder mit Bussen? Es sind immer tausend Arbeiten hier. Hallo Bürgermeister, eine benachbarte Stadt wartet darauf, dass wir einen Busbahnhof bauen. Damit wir Buslader und fröhliche Arbeiter und Ladenbesucher dorthin schicken können. Also los! Stellen Sie einen Busbahnhof auf. Was ist das denn für ein Ding? Moment. Shuttlebus-Depot. Busbahnhof. Die wollen auch so ein teures Ding wieder haben. Natürlich. Warum ja auch nicht? Ich habe ja sonst keine Probleme. So, hier ist alles versorgt. Da oben nicht. Da muss ja aber auch keiner lang. Ich denke mal, hier in die hintersten Ecken der Fabrikwelt, da können wir nochmal Bushaltestellen hinpflanzen. Da habe ich eine, da habe ich eine, da habe ich welche. Hier könnte noch eine hin, dann müssen die nicht so weit laufen. Okay, ja, und vielleicht... Ja, nee, hier soll da sollen die ruhig ein bisschen in Bewegung bleiben. Erstmal baue ich jetzt mal eine Villa, bevor ich irgendwas anderes baue. Seid ihr denn bekloppt? Zack, nämlich. Was kann man denn hier so machen? Mietkasernen gebaut, um so viele Sims wie möglich in einem Block packen zu können, ja. Da kann man eine Bürgermeisterstatute aufsetzen. Kreisförmiger Springbrunnen, ganz wichtig. Grillveranda des Bürgermeisters, sehr gut. Ein Balkon. Ein Gästehaus. Mhm. Ein Wachposten. Geil. Garage für den Sportwagen, auch wichtig. Erweiterungsflügel. Garage für Limousine, geil. Ein Treibhaus. Warum muss ich sowas haben? Ein Tennisplatz, das ist natürlich ganz wichtig. Ein Swimmingpool, noch wichtiger. Ein Aussichtsturm. Ein Partyflügel. Und ein Simcopter One-Platz. Auch hier natürlich. Ach so, und dann muss man halt die Sympathie-Level immer hochhalten, um dann da weiterbauen zu können. Okay, verstehe ich. Gar nicht mal so richtig. Jetzt freuen sie sich alle, dass ich halt ohne Ende meine Bürgermeister wieder da habe. Er will einfach irgendwelche Läden haben. Ich ziehe gleich eine Straße durch, wenn du so weiter so doof guckst. Weißt du was, das mache ich glaube ich sogar. Ich möchte gerne, dass das da dran vorbei sübt. Okay, zack. Und dann kann ich nämlich hier oder hier. Ja, so ist natürlich auch möglich. Einen weiteren Laden dahin bauen. Die bringen ja vielleicht was. Die Läden. Ah, hier, in meiner Hochburg. Man guckt ja immer. Zu wenig Platz zum Erhöhen der Dichte. Ja, wegen dem Park and Ride, ne? Ja. Dann auch die hier haben wahrscheinlich zu wenig Platz zum Erhöhen der Dichte. Genau wie die hier hinten. Ja, das liegt daran, wenn man halt nicht weiß, wie viele man genau braucht von denen. Von dem Platz, damit die sich erweitern. Hier gibt es keine Möglichkeiten zum Einkaufen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Upgrade für Bürgermeister Villa. Ach so, okay. Hauptsache, ich habe einen Gärtner. Das ist gut. Verzieh dich!
Verpisst euch! Was demonstriert ihr denn vor meiner Bude? Seid ihr alle bekloppt oder was? Ihr kriegt gar nichts. Nix kriegt er. Auch im Kreislaufen bringt euch nichts. Bloß ab. Frechheit. Eine riesige Frechheit ist das. Müll. Ja, Müll ist auch so eine Sache. Dafür wollte ich ja gerne das Recycling Center aufstellen, weil so eine Müllhalde ist nichts für mich. Ja, Müll ist aber hier eine richtige, wichtige Sache. Naja. Hier liegt überall Müll rum, ja. Leider. Auch hier vorne wollten wir wieder einkaufen, sagte er irgendwie. Obwohl, hier gibt es ja Malls, so ist es ja nicht. Ist ja nicht so, dass wir nichts haben. Der muss das nur wahrnehmen. Auch da haben wir so kleine Läden, die immer mal wieder besucht werden können. Wir haben zu wenig Kunden. Sims beginnt mit dem Unterricht in Betahausen. Warum? Ich habe selber alles an Schulen. So viele Fragen, so wenig Antworten und zu viel Müll und Demonstranten auf meinem Rasen. Das Ganze. Schon wieder Upgrade, bam. Kaum ist ein Upgrade, demonstrieren die auch nachts. Die Leute protestieren, der Grund zu viel Müll. Du protestiert doch einfach mal. Gucken, was euch das bringt. Wie viel habe ich denn meine Sympathie? 77%, ja, ist doch in Ordnung. Da mache ich noch nichts, meine Freunde. Das könnt ihr vergessen. Solange ihr nicht wegen zu hohen Steuern demonstriert, kann mir das ja ziemlich egal sein. So, jetzt kriege ich 7000 Simoleons die Stadt, die Sekunde. Betrug hat mich 20 Simoleons gekostet. Hier ist aber was los. Naja, in den nächsten Folgen werden wir uns damit wohl noch ein bisschen mehr beschäftigen. Müssen vor allen Dingen auch. Ich hoffe, euch hat diese kleine Folge wieder einmal gefallen und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt, hier spricht Ustra. Also, bis dahin. Ciao.